Die haben mich nämlich vorgeschickt. Ja, wir haben das Privileg, Anja jede Woche einmal als Kunstdozentin zu erleben. Wobei wir sagen respektlos eigentlich lieber Mallehrerin. Anja, die meisten kennen sie ja, ist einfach ein Naturtalent. Ja, sie ist unglaublich kreativ und sie ist ein Glücksfall als Lehrerin. Und das liegt daran, dass sie uns ernst nimmt. Das heißt, sie setzt sich mit jedem Bild auseinander und ihr fällt immer noch ein, wie sie ein Bild dann doch noch retten kann oder wie sie ein Bild, was schon perfekt ist, noch schöner machen kann. Und für diese Unterstützung und für diese Anerkennung wollen wir uns, liebe Anja, einfach mal öffentlich ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Stolz auf dich, Anja. Stolz darauf, dass wir eine Kunstdozentin haben, die auch erfolgreich Bücher schreibt. Weil macht uns das nicht auch ein bisschen bedeutender, dass wir da angenommen werden und dann bei dir malen dürfen? Ja? Von Anja haben wir gelernt, dass man eigentlich mit allem malen kann, was einem in die Finger kommt. Ja, man kann malen mit Kämmen, mit Zahnbürsten, mit Schwämmen, mit Scheckkarten und mit Rasierklingen und selbstverständlich Rasierklingen. Das macht sie zu Hause. Und aber natürlich auch mit dem Finger. Ja? Und die allerbesten Bilder entstehen natürlich immer mit einem Stück Papier, ja? Weil die ersetzen jeden Pinsel. Und dadurch inspiriert Anja, haben wir eine Idee für dein nächstes Buch. Pass auf. Wir wissen aus unzähligen Stunden bei dir, dass Bambus ja, sich vorzüglich zu malen eignet. Ja, und die selbstgeschnitzten Federn aus Bambusrohr für dein Buch Tusche, ja, die haben da ja schon eine große Rolle gespielt. Ja. Und wie man sieht, kann man auch mit Blättern sehr gut malen. Also gerade die Mitglieder der Sommerakademie von jetzt gerade, von der kürzlichen in Mainz, ja, wissen davon ein Lied zu sehen. Und außerdem liebt Anja große Formate. Ja, die muss mal im Stehen malen, dann tut dann das Kreuz weh und keiner hat eine Idee, wie man sie mit nach Hause nimmt. Wie wäre es also für dein nächstes Buch mit dem Titel Aquarell und Bambus? Ich habe gesehen, da vorne in der ersten Vitrine liegt auch schon Bambus. Ja, das ist von mir aus dem Atelier. Ja, siehst du? Und wir dachten, so als Innovation und Sensation in der Malszene könntest du doch auch Bambus als Pinsel verwenden. Ja? Und wir haben dir mal einen Pinsel aus Bambus mitgebracht. Wie man sieht, für die großen Formate von der Anja. Und Anja, wir sind ganz sicher. Anja, wir sind ganz sicher, dass dir in deiner Kreativität da genug für ein Buch für einfällt. Und die Mainzerinnen stellen sich selbstverständlich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Das werde ich ausprobieren. Ihr müsst es danach machen. Dankeschön.